Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich heute zu diesem Antrag sprechen darf. Einmal als medienpolitischer Sprecher und einmal als kirchenpolitischer Sprecher meiner Fraktion und dann noch für meinen Fraktionsvorsitzenden Kollegen Norbert Niseri. Darf ich heute also, ich musste ihm allerdings zusichern, dass ich mich vernünftig bewege, den Grünen auch in seinem Sinne begegne und ich will mich mal bemühen, das zu tun. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was ich eben genannt habe, das ist dann schon das einzige Positive, was ich Ihrem Antrag abgewinnen kann, denn der Rest ist dann doch sehr auf Sand gebaut. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und ich weiß nicht, ich habe Ihnen das ja schon so häufig gesagt, dass ich tatsächlich dann kurz bevor ich reden muss, dann auch die Anträge lese und mich dann inhaltlich damit beschäftige. Und wenn mir dann natürlich auffällt nach oberflächlicher Recherche im Internet, dass wir es hier nicht nur mit einem doppelten Lottchen zu tun haben, sondern mit einem vierfachen Lottchen. Und ich zitiere mal aus Ihrem Antrag. Die Bündnis 90 Grüne Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern beantragt, erstens, der Landtag stellt fest, dass mit dem 17. Grundfunkänderungsstaatsvertrag die Vorgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Gremien des ZDFs umgesetzt werden, dabei sein soll. Dabei soll die Vielfalt unserer Gesellschaft auch in der Zusammensetzung des ZDF-Fernseharts besser abgebildet werden als bisher. So die Grünen. Gibt es erstmal nichts gegen zu sagen. Rein zufällig stieß ich auf den Landtag von Brandenburg. Bin ich gestoßen. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, gesellschaftliche Vielfalt im ZDF-Fernsehrat verbessern. Der Landtag stellt fest, dass im 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag die Vorgaben und so weiter wortgleich der gleiche Antrag. Das hätten Sie doch im ganz anderen Landesparlament reden können. Dann fällt mir rein zufällig auf, das gleiche ist in Schleswig-Holstein. Der schleswig-holsteinische Landtag wollte beschließen, der Landtag stellt fest, dass mit 17 unsere... Sagen Sie mal, Herr Kollege Suhr, wollen Sie uns eigentlich hier unsere Zeit stehlen und sind Sie nicht mehr in der Lage, sich eigene Anträge auszudenken? Und ich habe auch auf Ihrer Internetseite recherchiert, da steht, der Kollege Suhr ist zuständiger Fachsprecher für Außenpolitik, Europapolitik, Osteuropa, Recht, Verteidigung, Demokratieentwicklung, Rechtsextremismus und Medien. Kein Plagiatssprecher, Herr Kollege Suhr. Ich finde, diesen Titel dürfen Sie jetzt gern noch hier hinzufügen. Aber kommen wir doch mal zu den Inhalten. Ja, das ist schon schwer genug. Weil viele Inhalte stehen hier ja tatsächlich nicht drin und ich will mal auf Ihre Argumentation einsteigen. Ich halte viel davon, den ZDF-Fernsehrat zu verkleinern. Das ist passiert. Auf 60 geht man runter. Und dass man weiter breite Bevölkerungsgruppen anspricht. Ich glaube nur, und das haben Sie ja mittlerweile gemerkt, Sie hielten ja viel davon, dass die Verbände der Homosexuellen und der Lesben auch mit berücksichtigt werden. Das ist ja mittlerweile abgeräumt, nämlich in Thüringen. Da haben Sie ja einen gleichlautenden Antrag im Landtag gestellt, also erledigt. Nun, ja, Norbert Niseri ist mein doppeltes Lottchen, das habe ich ja gesagt. Deswegen müssen Sie jetzt mich da nicht von meinem eigentlichen Redemanuskript abbringen. Aber ich komme noch mal zurück auf Ihren Antrag. Die entscheidende Frage ist doch, warum trauen Sie eigentlich den beiden großen Kirchen in Deutschland nicht zu, dass sie sich für Menschenrechte einsetzen? Und ich sage Ihnen, Herr Suhr, ich halte es für ein katastrophales Signal. Mit Ihrem geschichtlichen Hintergrund als Bündnis 90 Die Grünen. Bündnis 90, die durchaus mal aus dem Schoß der Kirche entstanden sind. Den beiden deutschen großen Kirchen zu sagen, zwei Vertreter der Kirchen raus und Menschenrechtsorganisationen rein. Das heißt für die nämlich im Umkehrschluss, wir tun für Menschenrechte nichts. Ich sage Ihnen, ich nehme auf der Welt wahr, dass die Kirchen sehr viel für Menschenrechte tun. Und deswegen dürfen Sie sehr wohl auch im ZDF-Fernsehrat für Menschenrechte sprechen. Und deshalb glaube ich, Herr Kollege Suhr, haben Sie sich diesen Antrag nicht richtig überlegt. Ich habe mir die Argumentationslinien Ihrer Kolleginnen und Kollegen auch in den anderen Landtagen, nachdem ich darauf gestoßen bin, dass Sie also wortgleich, es ist wirklich nichts peinlicher, als wenn man wortgleich in allen Landtagen die gleichen Anträge stellt, habe ich mir durchgelesen, wie war denn eigentlich da die Resonanz darauf? Im Prinzip ähnlich. Und ich frage mich auch ein Stück, was eigentlich Ihre Fraktionschefin im Deutschen Bundestag, Frau Katrin Göring-Eckardt, dazu sagt, wenn Sie mit solchen Anträgen hier durch die Gegend laufen und so etwas beantragen. Und sicherlich werden Sie immer wieder eine Bevölkerungsgruppe finden, die noch nicht abgebildet ist im ZDF-Fernsehrat, dass Sie sich dann aber ausgerechnet die beiden großen deutschen Kirchen rausgesucht haben, glaube ich, haben sie sich vorher strategisch nicht so richtig überlegt. Und
Für mich stellt sich auch die Frage, wo war denn eigentlich Ihr Supermann aus Baden-Württemberg? Der bekannte und beliebte Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Ja, also, entschuldigen Sie mal bitte, das ist ja nun anscheinend für Sie ein Antrag mit höchster Wichtigkeit. Das nehme ich auch an, haben Sie in Ihrem Parteirat, ich weiß jetzt nicht genau, wie Sie da aufgestellt sind, Ihre Gremien da heißen, das haben Sie bestimmt beschlossen, uns damit landesweit mit diesen Anträgen auf die Nerven zu gehen. Warum haben Sie das nicht einfach abgeräumt und haben Ihrem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg gesagt, pass auf, setz dich dafür ein, in der Riege der Ministerpräsidenten, ich gucke mal dahin, setz dich dafür ein, dass zwei kirchliche Vertreter rausfliegen und dafür zwei Menschenrechtsorganisationen rein. Warum haben Sie das nicht getan? Ich habe, und das ist ja in Bremen verhandelt worden, habe mir auch das Protokoll dazu durchgelesen, nichts. Herr Kretschmann, beziehungsweise sein Chef der Staatskanzlei, null Äußerungen dazu, große Zustimmung zu dem, was alle anderen Ministerpräsidenten vorher schon gesagt haben, wir stimmen den Rundfunkstaatsänderungsvertrag so zu, wie er hier vorliegt. Keine Äußerung. Was ist mit den ganzen Landesregierungen der Grünen, wo Sie beteiligt sind? Niemand von denen hat sich irgendwo im laufenden Prozess dazu geäußert. Also, Herr Kollege Suhr, so dünn und inhaltlich so schlecht aufgestellte Anträge bin ich von Ihnen sonst nicht gewohnt. Insofern überrascht mich das etwas und es wird Sie nicht verwundern, dass sowohl meine Fraktion als auch die Fraktion der SPD diesen Antrag ablehnt. Sie hatten genug Gelegenheit, sich da einzubringen, haben Sie nicht getan. Und um jetzt damit die Zeit zu stehlen, ist uns ein bisschen zu kurz. Das Wort hat der Abgeordnete.